Hi, ich bin der Mike. Hi, ich bin die Lena. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu deinem Workout. Let's go. Herzlich willkommen zu deinem Workout. Achte darauf, dass du genügend Platz um dich herum hast. Let's go, viel Spaß. Wir fangen an zu joggen, ganz langsam und locker. Nimm die Arme aktiv mit, so wie du dich fühlst. Lass sie mitschwingen. Genau, sehr gut. Versuche auf der Stelle zu joggen. Die Fersen immer etwas höher ziehen, bis du beim Gesäß angekommen bist. Zieh die Fersen aktiv nach oben. Atme tief ein und aus. Genau, komm erstmal an. Wunderbar. Bleib dabei. Nimm die Brust etwas nach oben, zieh den Bauch ein. Spür langsam, wie der warm wird. Achtung, wir tippeln, ziehen die Ferse nach innen. Aktiv das Knie nach außen ziehen. Die Ferse und die Fingerspitze zusammenbringen. Anderer Arm geht zur Seite. Super, atme weiter. Genau, die Hüfte etwas zu mobilisieren, drehe das Knie noch ein wenig weiter nach außen. Super. Zweimal noch jede Seite. Und lösen. Locker die Beine etwas aus. Stell dich hüftbreit auf. Wir steigen mit dem rechten Bein weit nach vorne. Mach einen großen Schritt nach vorne. Bring die Arme über den Kopf, komm tief in den Ausfallschritt. Knie aktiv nach außen, Ferse steht stabil im Boden. Komm wieder zurück. Andere Seite. Einmal langsam. Schultern tief, Brust raus. Aktiv nach außen drücken. Etwas schneller. Komm vor. Und zurück. Atme. Zurück. Wunderbar. Und zurück. Mach die Bewegung groß nach vorne. Du hast Platz. Weiter Schritt. Komm tief. Hinteres Knie zieht Richtung Boden. Der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Bleib dabei. Mach weiter so. Und tief. Ich zeige dir das immer einmal seitlich. Du kannst gerne vorne bleiben. Knie aktiv nach außen. Immer noch Bauch fest. Wie ein Aufzug. Gerade tief. Einmal noch jede Seite. Beim nächsten Mal nach vorne steigen. Bleib hier tief. Bring das Gewicht aufs vordere Bein. Komm in die Standwaage. Zieh die Zehenspitzen an. Schulter bitte zurück. Gesäß fest. Wieder tief. Steig zurück. Andere Seite. Komm tief. Ballast auf den vorderen Fuß. Zieh dich lang. Fingerspitzen, Ferse auseinander. Komm tief. Lösen. Nochmal. Versuch das Gleichgewicht zu halten. Komm tief und lösen. Hep. Nach vorne. Einmal noch jede Seite. Ich drehe mich wieder zu dir. Großen Schritt nach vorne. Und halten. Zurück. Komm zurück in den Stand. Eine Seite nochmal. Zack. Und steig zurück. Locker die Beine. Arme aus. So, ein bisschen breiter stehen als schulterbreit. Zehenspitzen an. Zehenspitzen aktiv nach außen. Brust raus. Wir kommen in die Sumo-Kniebeuge. Komm tief. Knie aktiv nach außen. Die Ellbogen unterstützen uns. Mach die Arme lang. Brust raus. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Blicke diagonal nach vorne. Atme weiter. Brust hebt sich. Bauchnabel ist drin. Bleib so. Noch einmal seitlich für dich. Breiter Stand. Füße komplett auf dem Boden, Fersen sind verankert. Wunderbar, atme weiter. Ist okay, wenn es anstrengend ist, die Beine brennen schon etwas. Halte noch 10 Sekunden aus. Komm, halt durch. Wunderbar, atme weiter. Tief ein und aus. Und kurz lösen. Komm nach oben langsam. Locker die Beine aus, bring wieder etwas Blut in die Oberschenkel. So, eine Runde mehr. Stell dich wieder breit auf. Öffne die Knie nach außen. Aktiver Druck. Knie und Ellenbogen drücken gegeneinander. Einatmen und aus. Atme tief ein und aus. Genieß die Position, auch wenn es an manchen Stellen wahrscheinlich etwas zwickt. Halte noch etwas. Atme tief ein und aus.
Nochmal tief einatmen. Und beim Ausatmen komm langsam nach oben. Wir bleiben hier stehen, wir kommen tief. Nimm die Arme zum Schwungholen mit und heb etwas ab vom Boden. Langsam, in deinem Tempo. Es ist nicht wichtig, wie hoch du kommst, sondern geführt wieder landen, Knie wieder nach außen drücken. Bleib dabei. Hoch, tief, hoch. Sehr gut. Zwei noch, komm. Hoch. Und ein letzter. Komm langsam nach oben. Beine auslockern. Wir kommen wieder mit dem Ausfallschritt nach vorne. Wir wollen auf den Boden. Langer Schritt nach vorne, komm tief. Hände unterhalb der Schultern aufsetzen, Fuß nach hinten. Rechtes Bein hebt ab. Die Zehenspitzen sind aufgestellt. Wir heben das Bein angewinkelt an. Hände unterhalb der Schultern. Jetzt malen wir einen Kreis mit dem Knie. Nach außen zweimal. Und zur anderen Seite. Andere Seite. Heb an. Nach hinten, nach außen. Einen Kreis. Einen zweiten. Andere Richtung. Sehr gut. Bleib dabei. Heb das rechte Bein wieder an. Und mal wieder. Zwei. Und andere Seite. Hep. Hep. Und in die andere Richtung. Einmal noch rechts. Nach hinten. Nach vorne. Links. Große Kreise. Versuch das Becken parallel zu halten. Bauchnabel zieht nach innen. Bleib hier stehen. Kontrollier nochmal deinen Stand. Zehenspitzen aufgestellt, Knie unterhalb der Hüfte, Hände fest, Finger gespreizt. Leg den rechten Arm nach oben, linkes Bein. Mach dich klein, Knie und Ellenbogen zusammen und wieder lang. Atme aus und ein. Atme aus. Einmal absetzen, andere Seite. Hoch. Ausatmen. Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule, Blick Richtung Boden. Ein letztes Mal. Mach dich nochmal lang. Komm zurück. Versuch den Oberkörper langsam aufzurichten. Rechtes Bein macht einen großen Schritt nach vorne. Ganzer Fuß steht. Komm wieder mit dem Ausfallschritt nach oben. Locker die Beine aus. Arme etwas auslockern. Schultern kreisen. Jetzt bist du bereit für deinen Workout. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Let's go. Wir machen die Übung. Dynamischen Ausfallschritt. Steig mit dem rechten Bein ganz weit nach vorne. Komm tief. Bleib aufrecht. Ferse steht stabil, Knie nach außen drücken, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, kommt zurück. Andere Seite, weiter Schritt nach vorne, kommt tief. Knie drückt aktiv zur Seite. Einmal seitlich gezeigt, vor, kommt tief, zurück. Vor, zurück. Gib Gas. Komm, gib Gas. Ganzer Fuß berührt den Boden vorne, drückt dich von vorne ab in deinem Tempo. Knie aktiv zur Seite. Komm, Haltung, Haltung. Großer Schritt nach vorne, mach dich lang. Brust bleibt aufrecht, gib Gas. Haltung, komm. Weiter Schritt, aufrechter Oberkörper, gerade tief. Auf, ganzer Fuß, komm. Knie nach außen drücken, denk dran, Knie nach außen. Ganzer Fuß, komm hoch, stark. Bleib dabei, komm. Lohnt sich. Durchhalten. Drück dich ab. Schieb dich nach oben. Komm schon, zieh durch. Letzten Sekunden. Knie nach außen drücken. Auf geht's. Komm schon, letzten Sekunden laufen. Halt durch. Komm. Letzten Wiederholungen. Du hast es geschafft. So, willkommen zur Übung Handwalk plus Push-Up. Stell dich einmal Hüft- bis Schulterbreit auf, stolze Brust. Du wanderst mit deinen Händen zu deinen Fußspitzen, läufst von hier aus mit den Händen einmal in den Handstütz, führst einen Liegestütz aus, Brust berührt den Boden, du kommst wieder hoch, wandert zurück mit den Händen zu den Fußspitzen, komplette Aufrichtung. Und nochmal, komm, tief, Liegestütz, hoch, zurück, aufrichten, let's go. Und komm, wir legen los. Handwalk, Push-Up, hoch, Aufrichtung. Und komm, weiter geht's. Schön laufen, ablegen die Brust, hochkommen. Aufrichtung, komm, gib Gas, bisschen mehr, hoppa, komm.
ablegen, hoch. Komm, 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 gib alles. Tief, hoch. Aufrichten und weiter, weiter, gleich geschafft, komm. Lohnt sich, ein bisschen mehr, komm, komm, komm. Tief, hoch, aufrichten, ein mehr, komm. Kontrolliert, denk an deine Technik, Spannung halten. Hast es gleich geschafft, gib mir nochmal ein bisschen mehr, komm. Die letzten, komm. Die letzte Wiederholung. Weiter, 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 weiter. Ganz stark. Super machst du das. Wir kommen jetzt zur Übung Plank Rotation. Geh einmal in den Stütz nach vorne. Hände unter die Schultern, Schulterblätter zusammenziehen. Bauchnabel zur Wirbelsäule, Gesäß fest. Die Ferse schiebt Richtung Boden. Rotier dich zu einer Seite auf. Öffne den Brustkorb. Einmal unter den Körper. Blick der Hand nach, so weit wie möglich. Öffne dich wieder. Komm in die Ausgangsposition zurück. Zur anderen Seite. Öffne dich, rotiere ein. Öffne dich, Ausgangsposition. Und gib Gas. Rotier auf, einrotieren. Let's go. Komm, bleib dabei. Becken bleibt oben, rotiere dich einen Blick der Hand nach. Auf geht's. Halt durch in deinem Tempo. Auf geht's. Halt durch. Rotier ein. Bauchspannung halten, Bauchnabel zieht ran, Blick folgt der Hand. Auf geht's. Becken nach oben schieben, Bauch fest, spann das Gesäß an. Auf geht's. Halt durch, komm, gib mir noch mehr. Rotier dich auf, der Blick folgt. Gib Gas. Halt durch, komm, zieh. Durchhalten. Letzten Sekunden laufen. Komm. Auf. Zu. Auf. Auf geht's. Du hast es geschafft. Wir machen die Übung dynamischen Ausfallschritt. Steig mit dem rechten Bein ganz weit nach vorne. Komm tief. Bleib aufrecht. Ferse steht stabil, Knie nach außen drücken, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, komm zurück. Andere Seite, weiter Schritt nach vorne, komm tief. Knie drückt aktiv zur Seite. Einmal seitlich gezeigt, vor, komm tief, zurück. Vor, zurück. Gib Gas. Komm, gib Gas. Ganzer Fuß berührt den Boden vorne, drückt dich von vorne ab in deinem Tempo. Knie aktiv zur Seite. Komm, halt durch, halt durch. Großer Schritt nach vorne, mach dich lang. Brust bleibt aufrecht, gib Gas. Halt durch, komm. Weiter Schritt, aufrechter Oberkörper, gerade tief. Auf, ganzer Fuß, komm. Knie nach außen drücken, denk dran, Knie nach außen. Ganzer Fuß, komm hoch, stark. Bleib dabei, komm. Lohnt sich. Durchhalten. Drück dich ab. Schieb dich nach oben. Komm schon, zieh durch. Letzten Sekunden. Knie nach außen drücken. Auf geht's. Komm schon, letzten Sekunden laufen. Halt durch. Komm. Letzten Wiederholungen. Du hast es geschafft. So, willkommen zur Übung Handwalk plus Push-Up. Stell dich einmal hüft- bis schulterbreit auf, stolze Brust. Du wanderst mit deinen Händen zu deinen Fußspitzen, läufst von hier aus mit den Händen einmal in den Handstütz, führst einen Liegestütz aus, Brust berührt den Boden, du kommst wieder hoch, wandert zurück mit den Händen zu den Fußspitzen, komplette Aufrichtung. Und nochmal, komm, tief, Liegestütz, hoch, zurück, aufrichten, let's go. Und komm, wir legen los. Handwalk, Push-Up, hoch, Aufrichtung. Und komm, weiter geht's. Schön laufen, ablegen die Brust, hochkommen. Aufrichtung, komm, gib Gas, bisschen mehr, hoppa, komm. Ablegen, hoch. Komm, 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 gib alles. Tief, hoch.
aufrichten und weiter, weiter, gleich geschafft, komm. Lohnt sich ein bisschen mehr, komm, komm, komm. Tief, hoch, aufrichten, ein mehr, komm. Kontrolliert, denk an deine Technik, Spannung halten. Hast es gleich geschafft, gib mir noch mal ein bisschen mehr, komm. Die letzten. Komm, die letzte Wiederholung. Weiter, 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 weiter. Ganz stark. Super machst du das. Wir kommen jetzt zur Übung Plank Rotation. Geh einmal in den Stütz nach vorne. Hände unter die Schultern, Schulterblätter zusammenziehen. Bauchnabel zur Wirbelsäule, Gesäß fest. Die Ferse schiebt Richtung Boden. Rotier dich zu einer Seite auf. Öffne den Brustkorb, einmal unter den Körper, Blick der Hand nach, so weit wie möglich, öffne dich wieder, komm in die Ausgangsposition zurück, zur anderen Seite, öffne dich, rotiere ein, öffne dich, Ausgangsposition und gib Gas. Rotier auf, einrotieren, let's go, komm, bleib dabei, Becken bleibt oben, rotiere dich ein, Blick der Hand nach. Auf geht's, halt durch in deinem Tempo. Auf geht's. Halt durch. Rotier ein, Bauchspannung halten. Bauchnabel zieht ran, Blick folgt der Hand. Auf geht's. Becken nach oben schieben, Bauch fest. Spann das Gesäß an. Auf geht's. Halt durch. Komm, gib mir noch mehr. Rotier dich auf, der Blick folgt. Gib Gas. Halt durch, komm, zieh, durchhalten, letzten Sekunden laufen, komm, auf, zu, auf geht's, du hast es geschafft. Willkommen zur Übung Sprawl. Stell dich 5 bis schulterweit auf. Du springst zurück in den Handstütz. Achte drauf, Gesäß und Bauch auf Spannung, Hände unter der Schulter. Von hier aus springst du neben deine Hände und einen Strecksprung zur Decke. Handstütz, neben deine Hände, nach oben. Ich zeig's dir von der Seite. Nach hinten, vor, nach oben. Let's go! Und leg los. Schön zurückspringen, hoch und nach oben. Komm, mit Power. Gib alles, komm. Und hoch. Kontrollierte Arbeit. Spannung im Rumpf halten, wenn du zurückspringst. Hände schön unter der Schulter. Und arbeiten. Komm, weiter geht's. Wir haben noch nichts geschafft. Wir haben noch ein bisschen. Lohnt sich, komm. Etwa, weiter. Spring schön nach oben. Weiter geht's. Komm, 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 gib mir noch ein bisschen mehr. Gib mir mehr, gib mir mehr. Komm, 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 komm. Weiter. Gleich geschafft. Komm, die letzten Sekündchen. Komm, einer geht noch. Komm. Ganz stark. Wir kommen jetzt zur Übung Sumo Squat mit Jump. Stell dich etwas breiter als Schulterbreit auf, Zehenspitze nach außen. Knie aktiv nach außen drücken, Gesäß fest. Bauchnabel rein, Brust raus. Komm tief, schieb das Gesäß nach hinten, Arme vor die Brust. Heb leicht vom Boden ab, lande soft. Knie wieder aktiv nach außen schieben. Heb ab, lande. Einmal seitlich. Schieb das Gesäß nach hinten, Brust bleibt aufrecht. Komm nach oben, aktiv die Hüfte strecken. Gib Gas. Setz den Fuß komplett auf den Boden, Knie nach außen schieben.
Gesäß nach hinten drücken, Brust bleibt aufrecht. Komm, zieh dich mit den Armen nach oben. Hep. Hol Schwung nach oben. Komm, halt durch. Auf geht's. Komm, gib mir noch ein bisschen mehr. Auf geht's. Komm, zieh durch. Komm nach oben. Tief. Hep. Es lohnt sich. Schieb die Knie nach außen. Komm, halt durch. Komm, gib mir noch mehr. Hoch. Tief und hoch. Zieh dich nach oben mit den Armen. Auf geht's. Knie zur Seite. Ganzer Fuß. Komm schon. Gib Gas. Auf geht's. Tief. Hoch. 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 Komm schon. Gib mir noch mehr. Heb ab. Komm. Auf geht's. Hoch. Letzten Wiederholungen. Versprochen. Komm. Komm schon. Gib mir die letzten. Fünf. Komm. Zieh durch. Geschafft. Wir kommen zur Übung Jumping Jack. Schau einmal, du springst schön weit auf, deine Fußspitzen zeigen nach außen, Knie führen auch nach außen, Oberkörper auf Spannung. Zeitgleich nutzt du deine Hände, auf Ohrenhöhe starten sie, du springst auf, zu, Spannung halten, Knie schön nach außen und bleib dabei. Schön lächeln und komm. Auf, zu. Let's go. Und komm in den Jumping Jack. Wir starten. Denk daran, Knie aktiv nach außen. Spannung merken. Fußspitzen führen auch mit nach außen. Geh ein bisschen in die Beuge, wenn du aufgehst. Und jetzt ein bisschen Power noch rein. Die Technik stimmt. Sieh gut aus. Komm. Und rein. Arbeite. Komm. Komm. Auf und zu. Bleib dabei. Komm. Komm. Weiter. 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 Ja. Ja. Hopp. 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 Denk daran, Knie nach außen. Spannung. Und wir geben mal ein bisschen mehr Gas. Hip, 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 leicht geschafft. Mehr, mehr, mehr. Komm, komm, komm. Gib mir mehr, gib mir mehr. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Bleib dabei. Tipp, 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 tipp. Komm, ein paar Sekündchen noch. Komm, 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 komm. Die letzten, die letzten. Für mich, komm, weiter, weiter. Und super gemacht. Wir kommen zur Übung Sprawl. Stell dich 5 bis schulterweit auf. Du springst zurück in den Handstütz. Achte drauf, Gesäß und Bauch auf Spannung, Hände unter der Schulter. Von hier aus springst du neben deine Hände und einen Strecksprung zur Decke. Handstütz, neben deine Hände, nach oben. Ich zeig's dir von der Seite. Nach hinten. Vor, nach oben. Let's go. Und leg los. Schön zurückspringen. Hoch und nach oben. Komm. Mit Power. Gib alles. Komm. Und hoch. Kontrollierte Arbeit. Spannung im Rumpf halten, wenn du zurückspringst. Hände schön unter der Schulter. Und arbeiten. Komm. Weiter geht's. Wir haben noch nichts geschafft. Wir haben noch ein bisschen. Lohnt sich. Komm. Etwa. Weiter. Spring schön nach oben. Weiter geht's. Komm, komm, komm. Gib mir noch ein bisschen mehr. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Komm, 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 komm. Weiter. Gleich geschafft. Komm, die letzten Sekündchen. Komm, einer geht noch. Komm. Ganz stark. Wir kommen jetzt zur Übung Sumo Squat mit Jump. Stell dich etwas breiter als schulterbreit auf. Zehenspitze nach außen. Knie aktiv nach außen drücken, Gesäß fest. Bauchnabel rein, Brust raus. Komm tief. Schieb das Gesäß nach hinten, Arme vor die Brust. Heb leicht vom Boden ab, lande soft. Knie wieder aktiv nach außen schieben. Heb ab. Lande, einmal seitlich. Schieb das Gesäß nach hinten, Brust bleibt aufrecht. Komm nach oben, aktiv die Hüfte strecken. Gib Gas. Komm, setz den Fuß komplett auf den Boden, Knie nach außen schieben. Gesäß nach hinten drücken, Brust bleibt aufrecht. Komm, zieh dich mit den Armen nach oben. Hep. Hol Schwung nach oben. Komm, halt durch. Auf geht's. Komm, gib mir noch ein bisschen mehr. Auf geht's, komm. Zieh durch. Komm nach oben. Tief. Hep.
Es lohnt sich. Schieb die Knie nach außen. Komm, halt durch. Komm, gib mir noch mehr. Hoch, tief und hoch. Zieh dich nach oben mit den Armen. Auf geht's. Knie zur Seite. Ganzer Fuß. Komm schon, gib Gas. Auf geht's. Tief, hoch, hoch, hoch. Komm schon, gib mir noch mehr. Heb ab, komm. Auf geht's. Hoch. Letzten Wiederholungen. Versprochen. Komm. Komm schon, gib mir die letzten. Fünf. Komm. Zieh durch. Geschafft. Wir kommen zur Übung Jumping Jack. Schau einmal, du springst schön weit auf, deine Fußspitzen zeigen nach außen, Knie führen auch nach außen, Oberkörper auf Spannung. Zeitgleich nutzt du deine Hände, auf Ohrenhöhe starten sie, du springst auf, zu, Spannung halten, Knie schön nach außen und bleib dabei. Schön lächeln und komm. Auf, zu. Let's go. Und komm in den Jumping Jack. Wir starten. Denk daran, Knie aktiv nach außen. Spannung merken. Fußspitzen führen auch mit nach außen. Geh ein bisschen in die Beuge, wenn du aufgehst. Und jetzt ein bisschen Power noch rein. Die Technik stimmt. Sieh gut aus. Komm. Und rein. Arbeite. Komm. Komm. Auf und zu. Bleib dabei. Komm. Komm. Weiter. 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 Ja. Ja. Hopp. 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 Denk daran, Knie nach außen. Spannung. Und wir geben mal ein bisschen mehr Gas. Hip, hip, hip. Leicht geschafft. Mehr, mehr, mehr. Komm, komm, komm. Gib mir mehr, gib mir mehr. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Bleib dabei. Tipp, 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 tipp. Komm. Ein paar Sekündchen noch. Komm, 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 komm. Die letzten, die letzten. Für mich. Komm, weiter, weiter. Und super gemacht. Willkommen zur Übung Burpees. Aufgepasst. Bring die Hände zum Boden, spring zurück in den Stützen, leg dich komplett ab, drück dich über eine Welle nach oben, spring neben die Hände, richte dich auf, spring nach oben. Ich zeig's dir einmal seitlich. Komm tief, spring zurück, leg dich ab. Spannung in der Körpermitte, komm nach vorne und nach oben. Einmal noch schnell. Zurück, tief, komm hoch und sprung nach oben. Let's go. Wir kommen jetzt zur Challenge. Wir machen Burpees. Auf geht's. Wunderbar. Komm, spring ab. Bleib in deinem konstanten Tempo. Bauch fest. Spring ab. Lande weich. Komm tief. Welle nach oben und hoch. Bleib in deinem Tempo. Komm, lass dich nicht stressen. Bleib dran. Atme. Tief. Hoch. Sprung. Auf geht's. Komm, jeder in seinem Tempo. Bleib dran. Komm, auf geht's. Durchhalten. Einfach konstant. Weiter geht's. Komm. Zieh durch. Du schaffst das. Bleib dabei. Komm tief und hoch. Du machst das. Spitze. Durchhalten. Komm, zieh durch. Komm, mehr. Gib mir mehr. Komm, auf geht's. Sauber. Bleib hier stabil. Brust raus. Bleib dran. Komm. Tief und hoch. Wir haben eine Minute geschafft. Halt durch. Hip. Tief. In deinem Tempo. Komm. Halt durch. Auf geht's. Bleib dran. Lass den Bauch fest. Atme. Stabiler Stand. Komm schön tief. Auf geht's. Halt durch. Durchziehen. Schaffen wir gemeinsam. Komm. Halt durch. Schafft ihr. Durch. Komm, letzte Wiederholungen laufen. Komm. Bleib dabei. Atme weiter. Komm.
Zieh durch, komm! Du hast es gleich geschafft. Komm schon! Überwinde deinen Schweinehund, komm! Zieh durch, auf geht's! Let's go! Einer geht noch. Du hast es geschafft. Sehr gut. Sei stolz auf dich. Good job. Ich hoffe, du hattest Spaß. Abonnier uns. Und folg uns auch auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis bald.